Auf der Urologie begleitet Pfleger Dennis einen 35-Jährigen und dessen Bruder zum diensthabenden Arzt Mike Arendt. Der Mann wurde von seinem Hausarzt mit einem erschreckenden Verdacht in die Klinik überwiesen. Moment, erinnern Sie sich? Scherer, und zwar Unterlagen von meinem Urologen, irgendwas mit PSA-Wert ist erhöht. Unterlagen mitgebracht. Also Sie müssen wissen, unser Vater hatte Prostatakrebs und er ist daran auch gestorben. Und wir gehen jetzt immer zur Vorsorge und hoffen, dass wir das nicht auch geerbt haben. Sie sind Geschwister? Genau. Okay, ja. Okay. Aber Sie sind jetzt der jeweilige Patient. Genau. Dann legen Sie sich bitte hin, Sie nehmen bitte Platz. Kannst du mir meinen Stuhl geben? Mein Patient, Herr Scherer, hat einen nervösen Eindruck auf mich gemacht. Er und sein Bruder gehen aufgrund familiärer Vorbelastung regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, was ich besonders gut finde als Urologe. Wenn Patienten eine erbliche Vorbelastung haben, ist es viel wahrscheinlicher, dass es zu einer positiven Diagnose kommt, als bei Patienten ohne erbliche Vorbelastung. Herr Scherer, ich würde Sie gerne aufklären, auch anhand der Daten, die ich von Ihrem Hausarzt habe, was für Behandlungsschritte ich jetzt plane. Mhm. Okay. Der erste Schritt ist, dass ich bei Ihnen eine digital-rektale Untersuchung machen würde, um mir die Beschaffenheit Ihrer Prostata anzuschauen. Das kennen Sie ja durch die Vorsorgeuntersuchung. Dann würde ich mit dem Ultraschall einmal schauen, wirklich inwiefern und in was für einer Art sich die Prostata vergrößert hat, weil die digital-rektale Untersuchung ist natürlich nur der erste Schritt. Und danach würde ich noch eine Sättigungsbiopsie machen. Wissen Sie, was das ist, eine Sättigungsbiopsie? Wollte ich gerade auch fragen. Ein bisschen elaboriertere Biopsie, eine bisschen größere Biopsie. Das heißt, bei einer Biopsie nimmt man ja, sticht man ja rein und nimmt eine Probe. Bei der Sättigungsbiopsie steche ich öfter hinein und nehme aus mehreren Bereichen der Prostata, sozusagen bei Hochrisikopatienten, eine Probe. Das gibt mir eine viel exaktere und sensiblere Aufschlüsselung, was sie haben können. Mit Vollnarkose muss sie ein paar Tage bleiben. Oder? Auf jeden Fall. Können Sie denn dadurch die Prostata auch schädigen? Man kann mit jedem invasiven Eingriff ein Organ schädigen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Prostata Ihres Bruders schädigen werde, die ist gering, wirklich gering. Okay. Also ich gebe Ihnen dann nochmal einen Aufklärungsbogen und ja, macht das aber auf jeden Fall. Ne? Sie sollten es auf jeden Fall machen. Also und wie lange bin ich dann außer Gefecht? Also Sie müssen auf jeden Fall ein, zwei Nächte hier bleiben, stationär. Jeden Tag vorbei. Und außer Gefecht meinen Sie mit? Also du meinst Svenja. Na gut, wir sind der Bruder, der weiß, also ich habe eine tolle Freundin jetzt und dann wie lange... Alles klar, ich verstehe schon. Wie lange muss ich dann... Also wann Sie das nächste Mal Geschlechtsverkehr haben dürfen. Kann man das schon sagen? Ja, also in erster Linie würde ich erstmal das mit dem Geschlechtsverkehr, dadurch, dass die Prostata ja vergrößert ist und wir gucken jetzt erstmal, was wir machen, würde ich erstmal dieses Thema ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ne? Denn der frisch verliebte Jan hat womöglich weit dringendere Probleme. Ob sich der Verdacht auf Prostatakrebs bestätigt, soll nun eine Reihe von Tests zeigen. Nach einer ersten Untersuchung per Ultraschall kann Assistenzarzt Mike Arendt leider noch keine Entwarnung geben. Wir kommen an der Biopsie nicht dran vorbei. Kannst du die Biopsie sozusagen auch anmelden? Mach ich gleich. Okay. Wird jetzt sofort gemacht, oder? Ja, also sie passiert heute im Laufe des Tages. Ich bleib hier. Ja, das ist wirklich, wirklich sehr wichtig, dass Sie so eine gute, starke Person an Ihrer Seite haben. Mhm. Viele Patienten kommen ganz alleine hin. Nein, wir sind Brüder und haben sie im selben Boot. Ja. Genau. Nach der digital-rektalen Untersuchung und des Ultraschalls der Prostata kam bei beiden Untersuchungen raus, dass die Prostata meines Patienten extrem vergrößert ist. Weiteren Aufschluss wird uns da nur die Biopsie liefern. Es ist wirklich beachtlich auch zu sehen, dass der Bruder meines Patienten dauerhaft bei ihm ist. Das hat ungemeinen Einfluss auf die Psyche und auch auf den Genesungsvorgang des Patienten. Während der 35-Jährige zur Gewebeentnahme gebracht wird, geht für Mike Arendt die Arbeit auf Station weiter. Dort braucht die Mutter einer 16-Jährigen Hilfe. Ihre Tochter liegt wegen einer Nierenentzündung auf der Urologie und sollte eigentlich morgen entlassen werden. Doch plötzlich geht es ihr wieder schlechter. Selina, was machst du denn für Sachen? Oh. Hallo, na, wie geht's dir? Schon wieder weh. Es ist warm. Darf ich einmal führen? Ja. Was ist am Kochen? Oh Mann.
Weißt du was? Du willst ja sicher den mir nochmal schalen, oder? Soll ich einen Ultraschall holen? Ich hol mal. Ist ja, das Problem ist ja, dass du nierenmäßig sehr geschwächt bist. Ich würde einmal gerne deine Nieren abklopfen. Aber es ging ja doch besser. Was ist denn los? Ich kann nichts dazu sagen. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt auch längere Zeit nicht gesehen. Eigentlich warst du ja sozusagen bereit, fast schon entlassen zu werden. Meiner Patientin wurde als Kind die rechte Niere komplett entfernt. Momentan liegt sie hier auf Station wegen einer Nierenentzündung. Sie war wirklich auf dem Weg der Besserung, bis sie dann eingeknickt ist. Also, ich würde jetzt einmal deine Nieren schallen. Das Problem ist ja, dass du hier wegen deiner Nierenentzündung liegst und du hast ja nur eine Niere. Eine Niere an sich weißt ja selber, also man kann gut leben mit einer Niere. Ich gehe mal eben rüber Fieber messen, ja. Ja, auf jeden Fall. Man muss sich halt nur ein bisschen mehr Mühe geben sozusagen. Wenn man nur eine Niere hat, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, denn eine Niere schafft es ganz schön gut, die Arbeit der zweiten zu kompensieren. Man muss schon ein bisschen netter sein zu seiner Niere. Das heißt, wirklich regelmäßig viel trinken, mit Medikamenten wirklich sehr vorsichtig sein, salzhaltige Nahrung weitgehend verzichten. Alkohol, Drogen sind No-Go. Ansonsten sollte alles klappen. Deine Niere ist extremst vergrößert. Ja, aber wir brauchen, kann man erkennen. Ist das nicht normal bei einer Niere, dass sie vergrößert ist? Es ist normal. Was sind deine Papiertücher? Kann ich das benutzen? Ja, natürlich. Es ist normal, dass die Niere vergrößert ist, weil die Niere einfach mehr arbeiten muss. Ja. Aber die Niere ist so dermaßen hypertrophiert. Also, das tut mir leid. Wir brauchen unbedingt ein MRT. Ja, und dann bin ich schlauer. Müssen wir dann gleich anmelden, ne? Genau. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sag mal, Selina, was ist das denn hier? Wo trete ich denn da rein? Sag mal, da sind ja Krümel und sind das Salzstangen oder was ist das? Selina, stimmt das? Ach, Selina, was ist das denn? Das sind ja Salz. Geht's wieder gut? Ja. War alles wieder okay und ja, dann habe ich halt gedacht, kann ich ein bisschen Sport machen und hab halt dann Heißhunger bekommen nach 2 Wochen Krankenhaus. Das diese Essen halt. Ja, und dann habe ich gedacht, das wäre wieder okay und ich kann wieder was Ausnahmen machen. Und ganze Tüte gegessen? Ja. Sag mal, Selina, trinkst du denn auch genug? Ja, ich. Und das, was wir gesagt haben, ein bisschen an Zimmertemperatur, Flüssigkeit zu dir nehmen? Also, ich wollte halt eine Abkühlung dann haben, passend Salzbrezel nach dem Sport. Und dann habe ich halt da vorne aus der Cafeteria eine kühlte Flasche. Die ist ja eiskalt. Hast du davon schon was oder was getrunken? Ich hab mir halt, eine ist schon leer, aber ich halt. Es ist zum Haare raufen. Es ist zum Haare raufen, Selina. Du musst dich danach halten, auch wenn es dir schon besser gegangen ist. Also soweit salzarme Diät und keine eiskalten Getränke zu dir nehmen. Ich weiß. Es geht dir ja besser, weil du auf diese Produkte verzichtet hast. Also du musst dir halt vorstellen, dass dein kleiner, geschwächter Körper, der braucht eine Art extra Zuwendung. Und du hast eben keine Zuwendung gegeben. Du hast dich in Gefahr gebracht. Das MRT können wir erstmal sein lassen, warten wir 24 Stunden, beobachten wir, wie es dir geht, mal gucken, wie sich das mit dem Fieber einstellt. Ich komme jetzt alle 8 Stunden einmal vorbei und schaue mir deine Nieren an im Ultraschall, okay? Ja, also heißt das wieder noch länger bleiben? Definitiv. Ja. Ich tippe auf eine systemische Ausbreitung der Nierenentzündung. Es ist ganz wichtig, dass wir ein Antibiogramm machen, um gezielt herauszufinden, welches Antibiotikum wir benutzen können, um gezielt die Bakterien eliminieren zu können. Sie muss auf jeden Fall noch ein wenig länger hier in der Klinik bleiben. Es ist schwierig, da eine Prognose zu geben. Ich tippe um 1 Woche verlängerte Liegezeit. Aber danach sollte wirklich alles gut sein. Mike Arendt sollte recht behalten. Nach 7 Tagen konnte die Schülerin gesund nach Hause gehen. Ob es auch für den Versicherungskaufmann mit Verdacht auf Prostatakrebs ein Happy End gibt, soll sich jetzt zeigen. Die Ergebnisse der Gewebeentnahme sind da. Doch was zur Besprechung fehlt, ist der Patient. Herr Scherer? Hilfe, ich muss mit dem Arzt sprechen. Oh mein Gott, er will mit dem Arzt sprechen. Mach du mal. Ja. Scherer, komm rein, ja? Sind Sie Arzt? Ja, Herr Scherer, hallo. Oi, was ist denn da? Ich hab die Penispumpe drauf. Okay. Okay, gut, dann gehen wir am besten mal. Kann, da kannst du mich brauchen, einen Rollstuhl, ja? Ja. Okay. Dennis?
Eieiei. Tut es weh? Haben Sie Schmerzen? Sie kriegen die nicht mehr ab, oder? Oh, das scheiß Ventil geht nicht auf. Uiuiui. Penispumpen werden eingesetzt, um Erektionen zu verhärten, um sie zu verlängern. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein abgeschlossenes Gefäß, wo mit Hilfe einer Pumpe ein Unterdruck erzeugt wird und so das Blut aus dem Blutkreislauf in den Penis in die Eichel schnellt und da auch bleiben soll. Dass die Pumpe sich nicht mehr löst, bringt den Mann in eine besonders schmerzhafte und unangenehme Situation. Denn neben seinem Bruder ist jetzt auch seine neue Freundin in die Klinik gekommen. Um beschämende Fragen zu vermeiden, schiebt Pfleger Dennis den 35-Jährigen schnell in den Behandlungsraum. Was haben Sie sich denn da angetan? Ich nehme mal die Decke langsam runter, ne? Also, Herr Scherer. Müssen ja nicht kalt werden. Oh, wenn mich das nicht täuscht, ist das eine Penispumpe. Würde ich auch so unterschreiben. Ich trainiere schon seit... Enlarger. Seit zwei Monaten mit der Penispumpe. Weil aber wofür denn? Iron Man, oder? Nein, meine Ex-Freundin hat mich verlassen wegen kleinen Penis und Erektionsstörungen. Und ich habe halt gehört, dass man damit die Erektion steigern kann und die Standfestigkeit. Und hier meine Freundin Svenja, wir hatten noch keinen Sex. Und ich will die nicht enttäuschen und will die nicht verlieren. Und deswegen trainiere ich jeden Tag. Und deswegen habe ich... Gucken Sie mal, sowas, ne? Sind wir auch öfter, ne? Das pumpt nur das Blut für den Moment in den Penis. Ich fühle mich gut damit und ich habe mich auch heute gut gefühlt nach Sie der müssen Biopsie. Das und deswegen wollte ich keinen Tag verlieren. Zukommen lassen, ne? Und das kann zu allem Möglichen führen. Herr Scherer, wissen Sie, Sie hatten eine Prostatabiopsie. Sie dürfen doch jetzt Ihren Genitaltrakt nicht so überbelasten. Ich höre jetzt auf, gucken Sie, ganz einfach. Hier, ich zeige Ihnen den Trick. Okay, ja, Scusi dafür. Okay. Tut mir leid, dass ich da jetzt so... Der Druck muss der erst ab. Sicherheitsventil ist im Arsch. Also kaputt. Männer, die glauben, einen zu kleinen Penis zu haben oder Erektionsprobleme zu haben, rate ich wirklich davon ab, in Eigenregie Medikamente oder Penispumpen einzusetzen. Dies bitte nur in engmaschiger Untersuchung und Kontrolle mit einem Arzt oder einer Ärztin. Nach der Entfernung der Vakuumpumpe haben sich die Probleme des Mannes leider noch nicht in Luft aufgelöst. Denn sowohl die Schmerzen als auch die Schwellung seines Penis halten weiter an. Warum das so ist, erklärt Assistenzarzt Mike Arendt anhand einer Grafik. Hier sehen Sie den Schwellkörper. Das heißt, das ist der Schwellkörper, das ist der Schwellkörper und das ist Ihre Harnröhre. Das Problem ist, dass in Ihrem Schwellkörper gerade so viel Blut gesammelt ist und auch so kleine Bläschen mit Lymphe. Dadurch, das, was ich eigentlich will. Ja gut, nur dass Sie es ein bisschen übertrieben haben. Und Sie haben so einen starken Unterdruck aufgebaut, so ein Vakuum, weil so funktionieren ja diese Pumpen, dass Sie im Endeffekt einfach Ihr bestes Glied überstrapaziert haben. Und wie kriegen wir das jetzt weg? Was ich werde jetzt da? Kleine Punktion von allen Seiten machen. Das heißt, ich werde mit einer Kanüle in alle Seiten reinstechen, sozusagen in diesen Schwellkörper. Und dann wird Dennis und ich Ihren Penis ein wenig auswringen, okay? Was ist das mit dem Scheißventil? Naja, Scheißventil, das ist, suchen wir nicht nach Gründen, suchen wir nach Lösungen. Oder? Ja, dann gucken Sie das. Das würden wir wieder hinbekommen. Schäfer. Und das ist alles, weil Sie denken, Sie haben einen zu kleinen Penis. Ja, habe ich geerbt von meinem Vater. Haben Sie das gleiche Problem, mein Bruder? In einer Gesellschaft, in der es sehr darauf ankommt, wie man sich nach außen präsentiert, ist es für einen Mann mit einem kleineren Penis gar nicht so einfach, selbstbewusst sich darzustellen. Ich kann nur allen Männern sagen, der normale Penis ist gar nicht so groß, wie man sich es immer aufgrund von Film oder Kino vorstellt. Dass auch der 35-jährige Jan vom Gebrauch einer Penispumpe falsche Vorstellungen hatte, wurde ihm heute schmerzlich bewusst. Das Ablassen der aufgestauten Lymphe verschaffte ihm glücklicherweise Erleichterung. Und wenig später kann Mike Arendt dem Patienten endlich mitteilen, ob er, wie sein Vater, an Prostatakrebs leidet. Ich habe jetzt ein paar Befunde dabei, weil gerade war es natürlich ein bisschen durch das ganze Stress hier ein bisschen schwierig, Ihnen das mitzuteilen. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Ja, wirklich, habe ich wirklich. Wie fühlen Sie sich? Ja, besser auf jeden Fall. Die Untersuchung war natürlich gerade, oder die Behandlung war natürlich ein bisschen heftig. Mhm. Haben sich sehr gut mitgemacht, muss ich sagen. Der sozusagen, die Diagnose ist, die haben einen gutartigen Tumor. Also doch Tumor. Genau, wurde aber vollständig entfernt. Also es ist eigentlich sozusagen
Alles easy. Nein. Alles gut. Wenn ich nur Tumor höre, ich habe das damals von meinem Vater noch im Ohr, wo er nach Hause kam und gesagt, genau, Tumor. Komplett gutartiges Gewebe. Ja. Tumor ist einfach nur eine Überbezeichnung für alles, was ein bisschen zu schnell wächst. Mhm. Okay? Aufgrund der familiären Vorbelastung ist es hier sehr wichtig, dass der Patient engmaschig kontrolliert wird. Das heißt, dass wir regelmäßig Laboruntersuchungen machen, das Blut untersuchen und den PSA-Wert entnehmen. Was ist passiert? Ja, wir hatten einen kleinen Unfall noch. Hi, Schatz. Was für ein Unfall? Ja. Was ist denn passiert? Herr Doktor, können Sie vielleicht kurz noch sagen? Der werte Herr Scherer hatte sozusagen gerade ein, wie er schon gesagt hat, einen kleinen Unfall. Ich glaube, können Sie. Naja, ich glaube, das kann er am besten wirklich selber erklären. Was ist los? Was ist gewesen? Ja, ich trainiere seit über einem Monat mit der Penispumpe. Meine Ex-Freundin hat mich wegen, du weißt es ja, wegen wir einen kleinen Penis von unserem Papa abbekommen haben, dass der halt größer ist. Und dann hatte ich ja auch Erektionsstörungen, weil ich mir immer so einen Kopfstress gemacht habe. Und dann hat die mich verlassen. Und die Ex kennst du ja noch. Und ich will nicht, dass mir das mit dir auch passiert. Aber warum sollte ich das? Das ist doch Schwachsinn. Warum denn so? Ich definiere mich halt auch über Sex und mit dir. Medizinisch gesehen ist ein kleiner Penis unbedenklich. Man muss differenzieren zwischen Penissen, die erst im Rahmen der Erektion zur vollständigen Größe heranreifen, und Penisse, die an sich schon sehr groß sind. Hier kommt es, wie bei vielen Aspekten im Leben, einfach auch auf die Handhabung und auf die Technik drauf an. Wenn das der solche Gedanken macht, was soll das denn? Bist du sonst nicht so ein Hans-Kuck in die Luft? Ja gut, aber ich mein's ja ernst mit Sven. Wenn du das einmal durch hast, dass dich jemand deswegen verlässt, es gibt nichts Schlimmeres. Aber das würde ich doch nicht machen. Darauf kommt's doch nicht an. Sehen Sie? Auf jeden Fall habe ich dann mit der Penispumpe immer trainiert und die ist vorhin leider ist das Ventil nicht mehr aufgegangen und ich hatte die auf meinem Penis und deswegen war voll. Und deswegen hat Herr Scherer gerade eine extra Behandlung von mir bekommen, wo wir uns darum gekümmert haben. Er ist jetzt erstmal in nächster Zeit sexuell nicht einsetzbar. Haben Sie gehört, ne? Hast du gehört? Nicht einsetzbar, erstmal für die nächste Zeit. Brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich, die kannst du weglassen. Ich habe mich aber so darauf gefreut. Es ist was ganz wichtig ist, weil ich glaube, das ist unser Auftrag hier schon erledigt. Ich lasse Sie dann erstmal. Es ist wichtig, dass Sie, also mehr, Sie denken gar nicht, wie viele Männer dieses Problem haben. Das ist das aller. Wissen Sie, was noch viel mehr bringt als eine Penispumpe oder Viagra oder die heftigsten Mittel? Einfach quatschen, einfach reden. Ne? Und Sie, Ihre Freundin nimmt das sehr gut auf. Ja, aber ich konnte es ja nicht wissen. Ne? Naja, aber wenn dann sich so eine tolle Frau aussucht, dann. Ja. Naja, Herr Scherer. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Ich schaue ein paar Stunden nochmal nach Ihnen nach. Der 35-Jährige durfte schon am nächsten Tag wieder nach Hause gehen und sich von seiner Freundin pflegen lassen. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen, das Paar ist noch immer glücklich liiert und auch im Bett gibt es keinerlei Probleme.